Willkommen zurück hier beim Witcher. Ja, wir sind in Alt-Visima jetzt und werden uns jetzt hier mal umschauen. Ich habe da unten schon Soltan gesehen. Mit dem sollten wir uns als erstes mal unterhalten. Ja, das macht er wieder automatisch. Schön, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, ich müsste die Stadt allein durchqueren. Ich habe mit Foltest gesprochen. Ich soll Ada von ihrem Fluch befreien. Sie jagt in der Stadt. Was habt ihr jetzt vor? Ich habe keine Ahnung, wo die Striege sein könnte. Lasst mich euch helfen. Vielleicht stoßen wir auf die Spur der Prinzessin. Gut. Wir müssen zwei Flüchtlingsgruppen in der Nähe einsammeln. Dann brechen wir zu Shanis Krankenhaus durch. Bereit? Bereit. Okay. Da vorne sind wieder Kämpfer. Den machen wir als erstes mal weg. Weil die kann ich hier nicht gebrauchen, weißt du? Das ist alles ein bisschen kacke. Die sind relativ nervig. Aufs Maul? Einen hat's noch. Okay. Da vorne ist auch noch einer. Zwei. Und noch einer. So. Schwertkämpfer. Plünderer. Davon sind noch. Verdammt, was für eine Missgeburt. Ritter. Verlausten Anderlinge. Halte dieses Schwert einfach von meinem Gesicht fern. Ach, zum Teufel damit. Aha. So. Kohle sammeln wir natürlich wieder ein. Ist zwar ich weiß noch nicht, ob wir irgendwann wieder einen Händler finden, wo wir da was eintauschen können. Aber mal sehen. Ah, ich glaube, das Geld haben schon andere genommen, oder was? Weil die Überreste sehen so. Nein, da ist noch was. Und der hat nur ein Brötchen. Okay. Jetzt Karte. Da hinten hat es Flüchtlinge. Also Schmiede, Turm. Na gut. Dann werden wir mal gucken. Einfach erstmal ein bisschen rumlaufen. Für was finden. Beziehungsweise die Karte ganz freischalten. Da ist nichts. Ist auch nichts.
Aber immerhin, wir haben die kalt gemacht und jetzt bleibt es eigentlich ruhig hier an dieser Ecke. Vorerst. Da ist die Krankenhaust hier. Ist mal abgeschlossen, okay. So. Gehen wir mal hier gucken. Im Versteck. Heiler. Ethel Angleand Varme. Ja. Müßiggang macht mich gereizt. Ja. Okay, also die können mir auch nicht wirklich helfen hier. Okay, das Buch, das sollten wir mal schnell lesen. So, aber... Wann hat das alles nur ein Ende? Ist nicht wirklich was Interessantes hier. Oben vielleicht ein Anführer? Nee. Nicht wirklich. Dann gehen wir mal wieder raus. Und schauen uns weiter in der Stadt um. Verdammt! Sie sollten doch hier sein! Vielleicht verstecken sie sich irgendwo. Sie sollten sich besser beeilen. Die Ritter werden jede Minute hier sein. Verdammt! Ich höre einen fluchenden Zwerg. Unmöglich! Verdammt! Absolut unmöglich! Ich meinte nicht euch, Sultan. Beeilt euch! Bleibt dicht bei mir und diesem Hexer! Wir holen noch eine Gruppe! Okay. Da sind schon wieder die nächsten Soldaten. Ja. So. Jetzt sollte es ja hoffentlich klappen. Keinen Schritt weiter. Halt, da ist noch einer. Was wir da machen, wir schlachten hier Soldaten ab. Verteidigt euch!
So, und du noch? Scheiße, dort kommen dann auch noch welche raus wieder. Ja, ne? Das schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Hier meine Leute da getötet, auf die ich eigentlich aufpassen soll. So, jetzt ist mir irgendwann langsam auch mal zu blöd. Zünden wir sie halt an, das ist mir egal jetzt. Oh nein, aber jetzt höre langsam mal auf hier, dass hier noch mehr rauskommt. Das ist doch scheiße. Irgendwann müssen die da auch mal genug haben. Schütze. Ah, jetzt kommt von dort hinten auch noch mehr. Ey, alter Finne. Das gibt's doch nie. So langsam wird das nervig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bei meiner Ehre. Noch ein Schritt und es wird ernst. Also auf die, die ich aufpassen sollte, die sind, glaube ich, jetzt mittlerweile dann mal alle tot. Ja, Soltan steht zum Glück wieder auf. Aber irgendwie, das werden immer mehr und die weniger. Also es ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, recht mühsam hier. Und ich muss jetzt dann langsam auch mal weg, weil meine Energie ist dann jetzt auch langsam am Ende. Das ist eine Scheiße hier. Aber ganz ehrlich, das werden immer mehr und keine Ahnung, wo die alle aus ihren Löchern gekrochen kommen.
Hier sind wir. Pünktlichkeit gehört nicht zu den Tugenden der älteren Völker. Psst, Geralt. Ich ahme das Paarungsgebrüll des Polartigers nach. Treffen wir uns mit Zoologen? Wie sollten eure Freunde jemals das Brüllen eines Polartigers erkennen können? Wenn die ein ungewöhnliches Brüllen hören, dann wissen sie, dass ich das bin. Bestechende Logik. Ich hab's ja gleich gesagt. Hört auf, bevor ihr noch ein paar Tigerdamen anlockt. Kommen Sie. Bleibt in der Nähe. Wir gehen Richtung Krankenhaus. Okay. Wir gehen Richtung Krankenhaus. Ich müsste eigentlich mal den Quest doch... aktualisieren. Weil sonst wird es schwierig, dass ich hier... Persönlichkeit... Das ist das Gold. Da muss ich dann aus dem Sumpf... Ja... Ja, der ist tot. Ist es das? Jo. Okay. Ja, müssen wir gucken, dass wir da jetzt irgendwie hinkommen. Ohne dass zu viele Ordenskrieger jetzt dann kommen. Wo ist das Krankenhaus? Da! Abgeschlossen. Scheiße. So, also das ist die, ich glaube, die größte Schlacht, die wir bis jetzt in dem Spiel überhaupt hatten, oder? Wenn es mir recht ist. Gut, da sind genug drauf. Da drüben hat es nur einige, aber... Die können mir jetzt eigentlich auch erstmal egal sein. Da kommen wir ja eh nie rein, dort brennt es ja noch. Seid ihr hier, um zu sterben? Ihr werdet sterben, Mensch! So. Ich bin jetzt hier beim Krankenhaus, aber... So richtig... Geht das ja hier nicht weiter, ne? Hat er schon gar keine Waffe mehr? Der haut doch nur noch mit der Faust zu, oder? Come on.
Tja. Also hier sind nur noch Überreste und ich habe keine Ahnung, wie wir da durchgehen sollen. Na gut, ich werde die Folge hier fürs Erste beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eventuell muss ich mich mal selber spoilern, weil ich habe keine Ahnung, Na gut, bis zum nächsten Mal, bis dahin, ciao, ciao.